System Shock 2 heißt es jetzt wieder in dieser Folge. Und zwar wollte ich euch, bevor wir hier loslegen und hier noch ein paar Mutanten metzeln mit unserem Schraubschlüssel, wollte ich euch noch fragen, wie ihr das mit dem Endking-Symbol findet. Ich habe einen Kommentar gelesen unter dem ersten Part, dass das nicht so ganz geil wäre bei diesem Spiel. Ich habe es zwar sonst bei allen Videos so, mein Symbol, und es geht ja kaputt. Ui. Geht das auch kaputt? Oh, das ist nicht schade. Dass ich mein Endgame-Symbol hier in der Ecke habe. Und ich habe schon mal ein extra Video dazu gemacht. Da meinten alle, ja, lass das doch so. Jedoch dachte ich mir, probiere es trotzdem mal aus, indem ich mal ein anderes Symbol hier hin mache. Und zwar werdet ihr jetzt sehen, wie ein Symbol hier aufploppt irgendwo. Ich weiß noch nicht genau, wo das sein wird. Die MIDI-Karte mache ich jetzt auch mal an. So, und dann würde ich euch mal fragen, ob was ihr davon haltet, von dem Symbol. Da habe ich einfach mal meinen Endking-Schriftzug und womöglich auch noch mal ein kleines Köpfchen von meinem Endking-Symbol daneben stehen. Ja, wenn ihr mir das mal eben sagen könntet, was ihr davon haltet, dann finde ich das echt super. Ey, ich verlaufe mich hier jetzt echt ohne Scheiß. Wo müssen wir jetzt genau hin? Wir müssen eigentlich Kryo-Erholungsraum, ja, da kommen wir her. Oh Gott, ich glaube, ich durchsuche noch mal ein bisschen die Area. Da waren wir noch nicht. Glaube ich. Was ist das denn hier? Xerxes und Überwachung. Das Bordüberwachungssystem wird vom Schiffskomputer Xerxes kontrolliert. Wenn eine Überwachungskamera sie erfasst, wird ein Alarm ausgelöst und Wachtruppen verfolgen sie. Oh nein, eine Kamera, die sie noch nicht entdeckt hat, zeigt ein grünes Licht. Doch wenn die Kamera sie bemerkt, wechselt das Licht zu gelb und dann zu rot. Sie sollten entweder die Überwachungskameras vernichten, bevor das Licht rot wird, oder sich zeitweilig in die Sicherheitscomputer einhacken, um sie zu deaktivieren. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, können sie diesen mit Hilfe eines Sicherheitscomputers beenden. Oh, das hört sich natürlich mega kacke an. Wow! Heftig! Oh. Oh nein, ich habe wieder irgendwelche Schritte. Scheiße. Oh nein. Oh Gott, ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie ich schnell speichere. Das habe ich wieder ganz vergessen. Kacke. Oh Mann. Kaum beginnt das Spiel schon, kriege ich hier wieder irgendwelche Anfälle. Meine Fresse. Schnell speichern ist auf Einfügen. Konnte ich nicht ändern, glaube ich. Schnell speichern. Ihr hört auch die Schritte, oder? Ist das da hinten oder wo? Kamikaze! Oh! Kacke! Ich glaube, ich nehme mal meine Kryokinese hier. Verdammt! Oh nein! Der Stromausfall hat den Zugang zu diesem Schott gesperrt. Das ist Kamera. Das ist der einzige Weg in den Medizinbereich. Heben Sie die Batterie auf und suchen Sie eine Ladestation. Die Station, die Sie vorhin benutzt haben, ist jetzt im Vakuum. Aber auf diesem Deck müsste sich eine weitere befinden. Sobald die Batterie aufgeladen ist, stecken Sie sie in das Hilfsenergiemodul. Ja, ich muss jetzt mal gucken, dass ich die Kamera da plätte. Die war ja gerade schon auf gelb. Nein, jetzt habe ich mich überladen. Scheiße. Kacke. Ah, während mich das Teil auch noch verfolgt, kann ich nicht gleichzeitig zielen. Ach, ich habe hier noch eine Flasche Schnaps. Die trinke ich mir mal eben noch. Geil. Zack. Ah, geil. Gut, jetzt können wir uns hier frei bewegen, ohne dass hier irgendein Mutant ankommt. Oder auf jeden Fall irgendwelche Drohnen oder sowas. Ich kapiere es auch immer noch nicht. Ah, Anti-Strahlungsspritze, okay. Aber hören wir uns erstmal das nächste Audio-Log an. Da. Murray, ich muss das Technikdeck zur Sperrzone erklären, bis wir herausgefunden haben, was da unten zu unternehmen ist. Zu viel Strahlung. Ich weiß nicht, wohin die Schutzanzüge alle verschwunden sind. Deshalb muss ich einen Haufen Spritze mit Strahlungsserum mitnehmen. Im verdammten Zeug kriege ich immer Kopfschmerzen. Ich hoffe, ihr hört das auch ganz gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das mit dem Sound aussieht. Das Spiel lässt sich nicht wirklich viel im Sound einstellen. Ich könnte höchstens die Musik ein bisschen laut runterdrehen. Aber Effekte oder Stimmlautstärke gibt es hier nicht. Das finde ich schon ein bisschen kacke. So, hier haben wir so eine Batterie. Die müssen wir aufladen an so einer Ladungsstation. Ein MFD-Spielgerät und eine... Was denn? Schweinehirt. Eine Spielkassette. Ach, das ist ein Spielmodul. Jetzt ohne Scheiß, oder? Schweinehirt. Mais lockt Schweine an. Nicht auf den Mais treten. Oh nein! Das sieht aus wie Minesweeper, so in der Art. Ja, ja, nein. Ach, kack, egal. Was ist das denn für ein Scheiß? Moment, kann ich das hacken? Ach nee, hacken kann ich ja eh nicht. Schnell mal eben speichern noch. Hier geht's überhaupt nicht durch. Und die Ladestation ist anscheinend... Geht die überhaupt?
Nee, das geht nicht. Okay, dann müssen wir uns noch hier so eine Ladungsstation holen. Suchen. Die Minimap zeigt jetzt mal, die ist ziemlich grob. Ich kann da nicht wirklich was drauf dran lesen. Da oben ist so eine Ladungsstation, oder? Gucke ich da falsch? Da ist so ein Pfeil nach oben. Ich glaube, ich werde mich mal mit der beschäftigen. Oder werde da jemand erstmal hingehen? Wow! Scheiße! Kacke! Ich hab nicht getroffen. Wieso treffe ich nicht? Bringt die Dissonanz. Kacke, habe ich getroffen. Nein! Das gibt's doch nicht. Das Trixie hat mich mit einem Schlag getötet. Ich konnte aber auch nichts machen. Heftig. Das probiere ich jetzt aber nochmal. Unsere Augen sind offen. Wir sind. Mach mal deine Augen auf. Ich bin hinter dir, Junge. Ja! Erwischt. Dreckstück. Boah. Behälter, Leichensack, bar. Hier sind anscheinend total viele Leichen auch noch. Da ist nichts. Auf den meisten Decks finden Sie ein Quantenbiorekonstruktionsgerät. Xerxes hat sie alle deaktiviert, aber ich habe sie heimlich wieder angeschaltet. Sie müssen allerdings jedes Gerät einzeln bedienen, um eine Quantenrückhalteprobe zu liefern. Danach kann das Gerät Ihren Körper quasi aus dem Nichts rekonstruieren. Das ist nicht angenehm, aber der langsamen Verwesung vorzuziehen. Ach, das da vorne? Nicht ehrlich, das gibt es. Das ist ja mal cool. Probe erfasst. Quanten-Bio-Rekonstruktionsgerät jetzt aktiviert. Cool, also wenn wir sterben, dann werden wir da wiederhergestellt. Oh, das hört sich ja wirklich nicht so schön an. Aber besser als, ja, so zu verwesen wie der da. Boah. Oder der hier. Mega eklig, ey. Der hat noch eine Spritze. Psy-Spritze. Oh, scheiße, ich muss das mal mit den Psy-Kräften besser üben. Ansonsten bringen die uns ja gar nichts. Wenn ich überhaupt nicht so gut treffen kann. So, haben wir hier noch ein Audio-Log gefunden. Mal eben abspielen. Ich sollte gegen 04:30 beim Ausladen des Shuttles helfen, das von Tau City zurückgekommen war. Korenschkin war allein dort. Meine Güte, was ist denn mit dem passiert? Ihm sind fast alle Haare ausgefallen und er hat Beulen am Hals. Und der Gestank. Ich sagte, er müsste zu Dr. Watts gehen, aber er meinte, ich solle mich um meinen eigenen Dreck scheren. Bitteschön, ist mir auch recht. Bitteschön, ist mir auch recht, ja klar. Okay, wenn er irgendwelche Beulen am Körper hat, das hört sich schon ziemlich pervers an. Als ob er schon zu so einem Ding wurde, zu so einem, ja, ich sag jetzt einfach mal Hybrid. Okay, noch eine Lebensspritze hier, finde ich geil. 70 Naniten haben wir. Ich glaube, mit denen können wir aber auch noch nichts anfangen. So, müssen wir jetzt da rein? Oder geht das überhaupt da rein? Ich hoffe mal nicht. Das sieht aus wie so eine Verbrennungskammer. Ne, da geht's wirklich nicht weiter. Gut. Nicht, dass wir jetzt da... Dass ich da jetzt doch reingegangen wäre. Das wäre jetzt ziemlich doof gewesen. Da geht es. Remember Citadel. Oh Gott. Soll ich da reingehen? Ich habe keine Ahnung. Moment. Mal gucken. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen ranzoomen, aber irgendwie kann ich die Karte noch nicht wirklich lesen. Okay, das ist, was wir hier oben haben. Ach, das seht ihr, glaube ich, gar nicht. Ich meine, ich kann das Spiel leider nur auf Full HD spielen, deswegen wird das wahrscheinlich bei euch gar nicht sichtbar sein. Hier ist so ein kleiner Pfeil nach oben, das müsste dieses Ding anzeigen. So, wo können wir denn noch hingehen? Ich glaube, ich habe eben noch eine... Da unten ist auch ein Droide. Hey! Ist das Drecksal? Können wir hier rein? Hacken? Ach, das kann man gar nicht. Kann ich ja noch nicht mal hacken hier. Access to Decks 1 to 5. Hauptstromversorgung aus. Ja, schade. Da. Da war doch ein Droide. Ja, da ist ein, kein Droide, aber eine Kamera. Vielleicht können wir die noch blätten. Oh, scheiße. Das sieht uns hier sogar. Kacke, ey. Nein! Kacke, ich glaube, ich lade dich nochmal. Das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Ja! Geschafft, Junge. Xerxes kontrolliert das Überwachungssystem des Schiffs. Umgehen oder zerstören Sie alle Kameras, die Sie sehen. Sie können sich auch in Überwachungskomputer einhacken, um die Kameras abzuschalten, wenn Sie das schaffen. Aber machen Sie es richtig, sonst lösen Sie selbst den Alarm aus. Ihre Leiche nützt mir nichts. Ja. Ich bin ja hier der Typ, der einmal alles schaffen muss. Scheiße, ey. Oh, da ist noch so ein Vieh. Ich hoffe, es hat uns noch nicht gesehen. Da geht's auch irgendwo lang. Oh Gott. Ich traue mich gar nicht, hier irgendwo hinzugehen. Was ist das denn? Forschungssoftware Version 1. Was ist das denn? Forschungssoftware. Haben wir jetzt was auf Forschung bekommen? Das wäre ja cool.
Dann haben wir Implantat. Ich würde dann mal gerne... Ja, haben wir einen Punkt bekommen. Für irgendwas, ich weiß aber nicht ganz genau was. Können wir das vielleicht auf Forschung machen? Fähigkeit nicht erlernt. Scheiße. Jetzt habe ich aber hier so eine 1. Kapiere ich gerade nicht wirklich. Ha, nee, keine Ahnung. Scheiße. Da sollten wir nicht reingehen. Da ist so ein komisches Gas. Das geht eh nicht auf. Gut. Dann stellen wir uns mal dem... dem Hybriden da hinten. Hi. Na, na, na. Nein. So treffe ich... Was macht der denn da für Spielreinskiss? Nein, scheiße. Er danzt richtig ab. Ja. Erwischt, Junge. Nicht mit mir hier, Freundchen. Ah, geil. Er hat sogar eine Spritze dabei. Was ist das denn hier? Pflanze? Nein. Nein. Wo? Wo? Nein. Oh, keine Äffchen. Ah. Es ist direkt hier oder so. Ich höre es doch. Wo ist das Drecks... der Drecksaffe? Und ich höre, es kommt zu uns. Heftig. Da. Da ist er doch. Affe, stirb. So treffe ich denn nicht. Zack. Bams. Und er hat sogar Chips bei. Fresse ich mir mal es. Und oh, ich höre irgendwo was. Eine Stimme, die sagt, ich kann mich nicht ewig verstecken. Hier? Nee. Da unten vielleicht. Aber ich glaube, hier sind wir erstmal sicher. Wir folgen. Da hinten. Oh! Kacke! Der flippt aus, ich sehe es doch. Oh Gott, das macht mir jetzt total kirre. Zugang verweigert. Ich brauche Heckfähigkeit 2. Sicherheitskisten, Aufbewahrung gefährlich, wertvoller, bla bla bla. Kann ich hier nicht einfach auf... Geh auf! Auf hier! Scheiße! Geht nicht. Na kacke, ey. Dann müssen wir uns aber hier Behälter durchsuchen. Oh! Hey, hier sind ja Spritzen drinne. Und Audiolog. Das Audiolog zocke ich mir mal eben. Tierprotest. Seitdem wir Tau City erreicht haben, benehmen sich die Laboraffen seltsam. Schwester Lösser nahm einen aus dem Käfig, da er für eine Vivisektion gebraucht wurde. Und die anderen, ich meine die gesamte Gruppe, standen auf ihren Hinterbeinen und heulten. Das war kein Zufall, das war ein Protest. Ein Protest von Affen. Affenaufstand, Planet der Affen, Stromversorgung wiederhergestellt. Wieso ist denn... Hä? Wieso ist dieser kleine Schalter für die gesamte Stromversorgung der gesamten Etage hier verantwortlich? Kapiere ich jetzt gerade überhaupt nicht, aber egal. So, wer will nochmal ein paar Schläge auf den Hinterkopf mit unserem Schraubschlüssel? Kein Problem, damit kann ich dienen. Boah, beeil dich. Lauf. Scheiße, das hat uns entdeckt. Kommt das jetzt hier angerannt? Laber nicht. Heftig. Nein, es kommt! Nein! Ah! Verpiss dich! Ich mach dich kalt. Oh Gott. Na komm her, du. Oh Gott, ich... Bringt die Dissonanz zum Schweigen. Zum Schweigen? Ah! Nein, jetzt hab ich sogar... Scheiße. Komm her, du. Fiss den hier. Boah. Hässliche Mutanten, die halten ja überhaupt nichts aus. Zwei Schläge und dann sind sie weg. Getränkedose. Boah. Kacke. Das hier wird mein Hauptquartier. Wear protective clothing. Ja, klar. Wie ich für Zeit hätte, mir sowas anzuziehen. Oh Gott. Mann, das macht mich jetzt total kirre. Cola-Dose. Ja, geil. Ich glaube, ich trinke gleich wirklich mal ein bisschen Cola. Topfpflanze. Wieso haben wir eigentlich eine Topfpflanze hier? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach jeden Scheiß, den ich hier drin habe. Jetzt kackegal. Was ist das hier eigentlich? Berichte. Um es zu erforschen. Chemikalie kann ich hier erforschen. Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay, gehen wir weiter. Ah ne, wir konnten ja noch hierher. Geht das da überhaupt weiter? Oder Moment, können wir überhaupt hierher? Hier können wir doch her, klar. Hab ich mir doch fast gedacht. Hier geht nichts. Und der konnte da eben hier mal herlaufen, okay. Ja, nicht vergessen, wir können Scheiben kaputt hauen. Das könnte vielleicht wichtig sein, High Voltage. Da bewegen sich irgendwelche komischen Dinger, okay.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal hierher. Tür ist ja kaputt. Speicher nochmal. Na komm, spring doch, du Hund. Ja, er kann springen. Okay, hier war nur einer angesperrt. Mach den Scheiß hier weg. Lag da eine Spritze, jawohl. So, noch irgendwas, was wir hier machen können? Ich glaube nicht. Hier sind irgendwelche komischen Computer, die wir eh nicht lesen, ablesen können. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Ich höre wieder irgendwen. Die Harmonie ist gestört. Du bist gestört, Junge. Das Lied wird nicht gestört. Das Lied, das, die hören sich an wie die... Oh Gott. Jetzt muss ich wieder mein Star Trek-Wissen rausholen. Wie die Borg, genau. Die haben auch immer von diesem kollektive Bewusstsein. Und... Kann ich den von hier aus plätten? Jawohl! Komm her, du! Zack! Was war das denn jetzt hier gerade? Oh, wir hätten auch das hier einfach plätten können. Ich kann das... Oh, wieder Organe und eine Cola-Dose. Da liegt irgendwer rum. Ein bisschen am Rumchillen. Naniten, ja geil. Der Behälter ist zu schön. Wow, da liegt sogar eine Hand. Wow. Weg hier. Ich kack gleich ab hier. Kacke. Das Spiel ist wirklich heftig von der... von diesem klaustrophobischen... Ich bin sogar ein bisschen klaustrophobisch. Klaus. Nein, das meine ich gar nicht. Hallo. Was ist das denn? Ach, ein Replikator. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ich kack mir hier mal in die Hose, wenn ich diese Stimme höre. Naja, nicht immer. Aber die letzten beiden Male, wo ich die gehört habe, hier und in dem ersten Video. So, was können wir denn sonst noch machen? Irgendwas hatte ich doch gerade nur noch im Sinn. Ja, genau. Die Cola-Dose verschnabulieren und vielleicht nochmal hier das Audio-Log aktivieren. Nicht bereit. Diese Mission hätte vor dem Verlassen der Erde abgesagt werden sollen. Es ist uns nicht gelungen, das Auslaufen der Reaktor-Kühlflüssigkeit auf Deck 1 aufzuhalten. Ich habe den Befehl erteilt, dort unten Schutzanzüge zu verwenden. Ich weiß, Sie glauben, das wird eine Panik verursachen, aber es ist besser, als wenn alle radioaktiv verseucht werden, oder? Oh, der? Das ist der... Stimmt wohl. Gibt es denn hier nur... Hä? Kann ich hier nur so beknackten Sachen kaufen? Standardmunition, Psi-Spritze? Die Psi-Spritze könnte ich schon gebrauchen. Ich glaube, wir haben selber eine. Ja, klar. Super. Forschungszugang erforderlich. Na dann. Dann eben nicht. Ich glaube, wir können ja unten hier... Ups. Hier die Scheibe einschlagen. Ein bruchsicheres Fenster? Willst du mich verarschen? Da oben, wenn ihr seht das wahrscheinlich nicht, da steht ein bruchsicheres Fenster. Mach den Kack auf! Da! Du Sau! Die Tür auf! Kacke! Da müssen wir uns irgendwie den Zugang zur Forschungsabteilung verschaffen. Wie das jetzt geht, weiß ich nicht. So, hier kamen wir her. Hier ging es auch her. Jawohl. Oh, die Musik, die ist so... Ja! Die ist so... Los, mach die Brand. Gleich kommt einer hinter der Ecke hervor und tötet dich oder sowas. Security Control Station. Ach, das ist jetzt hier, um Sicherheitssystem zu hacken, aber hacken können wir ja noch gar nicht. Ach, wir könnten jetzt eigentlich schon, würde ich jetzt mal behaupten, ja, hier kamen wir her, den Aufzug aktivieren, oder? Geht das? Ich traue mich aber nicht. Deck 4 müssen wir jetzt hin, ne? Ach ne, hier waren wir noch gar nicht, stimmt. Da hinten ist einer! Wo läuft er hin? Spazieren die immer so gerne herum oder was? Remember Citadel. Ja, Citadel ist anscheinend dieses... Ich habe mir die Story mal von System Shock 1 durchgelesen. Da ging es anscheinend darum, dass... Moment. Komm her, Junge, hier bin ich doch. Bist du irgendwie doof? Flap. Ja, geil. Da ging es anscheinend um diese Shodan-Geschichte. Melden Sie Ihren unmittelbaren Vorgesetzten bitte alle illegalen Datenbankzugriffe. Denken Sie daran, jeder ist für einen ordentlichen Betrieb mitverantwortlich. Okay, ja. Xerxes, halt mal die Klappe. Da ging es um diese Shodan, die auch im Intro schon erwähnt wurde. Die ist ja verrückt geworden und hat sich dann als Göttin allen Lebens
bezeichnet. Ah, eine Pistole, ja geil. Und, wow. Verdammt, jemand hat sich wieder in das Ding eingehackt. Ich muss das Delacroix sagen. Okay, und dort war das halt mit der Shodan-Geschichte. Dort hat die dann irgendwelche ekligen Viecher produziert, vielleicht auch so ähnlich wie hier, keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht direkt, weil das sind ja jetzt hier anscheinend Aliens oder so, oder Alien-Menschen. Standardmunition, wenn sie eine Waffe aktiviert haben, sehen sie, wie sie die Waffe vor sich halten. Die Waffe können wir doch hier ausrüsten, oder? So, mit 1. Hey, ich will die Waffe hier nehmen. Zack. Standard von 1. Moment, wir werden mal das ein bisschen anders positionieren hier, unser Inventar. Zack. Zack, zack. Und zack. Geht nicht? Ey. Gibt's ja nicht. Auf 1. Gibt's ja nicht so. Ach so, ich brauche die Fähigkeit. Ah, oh, ich brauche die Fähigkeit dafür, das zu benutzen. Eine Waffe. Ich bin einfach nur der Psy-Typ, der noch nicht mal eine Waffe tragen kann. Wie scheiße ist das denn, ey? Ich glaube, ich kack ab. Was höre ich denn hier? Wow. Achso, hier geht's anscheinend zurück, wo wir herkamen. Ah, nein! Was ist das denn für Drecksvieh? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ja, ich bin doch hier, Junge. Ich verstecke mich doch gar nicht. Aua! Drück Scheiße! Wo kam der denn her? Ich dachte, wir wären schon in diesem Bereich gewesen. Ist der gerade gespawnt, oder was? Jetzt ohne Scheiß. Hier waren wir doch. Hier waren wir, definitiv. Der ist hier gespawnt. Alter, wie ist der... Oder ist er jetzt daher gekommen? Ah, eine Topfpflanze. Die können wir noch hier mitnehmen. Ach, da oben liegt noch eine Spritze, sehe ich gerade. Zack, Andres Strahlungsspritze. Das ist ziemlich merkwürdig. Aufgeladene Batterie einlegen. Ja, wir brauchen immer noch die Ladungsstation. Station, das ist eine... Das wird mir gar nicht angezeigt. Ne. Da ist ein R. R für Reload vielleicht. Das könnte so sein. Ich glaube, ich werde mir... Was, wieso wird hier was eingetippt? Ich kann hier die Sachen auch noch benennen auf der Minikarte. Ziemlich komisch. Oh, ich muss hier mich mit dem Inventar noch ein bisschen klarkommen. Aber wenn die hier auch noch spawnen, die Hybriden, dann kacke ich echt ab. Ohne Scheiß. Das geht so nicht. Ach. Da lang. Und ich höre immer noch diese Geräusche. Scheiße. Ich bin voll auf den Sack. Ah, und die Musik. Kann mal wer die Musik abstellen? Ich habe sie ja schon leise gedreht, aber wenn ich sie auf 100 hätte, dann wäre das ja unerträglich. Hier, ach nee, das ist ein Replikator. Er steht für Replikator, oh Gott. Ja, ich bin hier etwas... Ich suche mich hier dumm und dämlich. Dem Scheiß. Ich muss doch irgendwo eine Aufladestation geben, oder? Irgendwo. Zack. Wenigstens komme ich schon mal klar hier mit dem High Voltage. Das... Ein Maschinenteil. Das hier muss ich doch mit der Batterie verbinden können, die ich hier habe. Los! Lade dich auf! Na, geht auch nicht. Kacke. Dann gehen wir doch den einen Weg, den ich eben mir gedacht habe, bei Xerxes her. Also bei diesem Bildschirm, wo wir den gesehen haben. Wo war das nochmal? Oh Gott. Ich bin hier wieder total verwirrt. Hier lang, yo. Wer will auf die Schnute? Könnt ihr gerne haben. So, da müssten wir vielleicht her. Wodkaflasche. Oh, Wodka. Wir haben Wodka gefunden und Wodka Victor ist wieder da. Um uns Gesellschaft zu leisten, aber wir wollen uns erstmal hier das Audiolog von Kurditz anhören. Ich kann die Lacroix nicht erreichen. Alles fällt hier auseinander. Mitglieder meines Teams verschwinden einfach. Die Lecks in den Abluftschächten haben einen Kurzschluss im Hauptzugangskanal erzeugt. Und das bedeutet, dass wir Notstrom verwenden müssen, bis wir das repariert haben. Das heißt auch, dass alle Aufzüge außer Betrieb sind. Marie, wo zum Teufel steckst du? Okay, der hat irgendeine Marie gesucht. Nein! Ja! Ach, ich bin einfach so glücklich, dass ich noch das Video gesehen habe von GameStar. Da hat ja Herr Gebauer. Ich muss ihn immer wieder erwähnen.
gezeigt, wie das geht, so eine Kamera auszuschalten. Deck 2 Crew Zugang erforderlich, so ein Kackes. Gibt's doch nicht. Ups. Da, oh nein, was ist das denn? Nein! Wow! Kacke, was ist das denn? Heftig. Nochmal neu laden, ich brauche die Lebenspunkte hier. Heftig, da wollte uns das Teil abballern. Der Druide oder was auch immer das ist. Panzerbrechende Munition. Ja, toll. Ich kann aber die Pistole nicht benutzen, du Dreckstück. Modifizierungsstufe. Ich will das Teil anlegen. Aber es geht ja nicht. Wollt mich alle hier so was von dreckig verarschen. MFD kann ich hier nicht mal eben hier, eine Fähigkeit erlernen, dass ich hier das hier... Oh. Na, es geht einfach nicht. Scheiße. Habe ich hier nur die Übersicht oder geht das wirklich nicht, dass ich immer eben hier zwischendurch meine Fähigkeiten steigern kann? Naja, gut, ich hätte jetzt auch nur 4 Cybermodule. Steigert ihre Chancen beim Hacken, reparieren, modifizieren. Stärke, Wendigkeit. Naja, bringt mir gar nichts hier. Ich glaube, wir rennen einfach mal hin oder wir schießen mit der... Ah! Kacke! Moment, ich muss dann nochmal neu laden. Das gibt's ja nicht. Das Teil sieht uns ja. Kann ich mich sonst nicht irgendwo vorbeischleichen? Nein! Heftig. Oder ich renne hin und pack mir das. Ich renne hin. Verzieh dich! Geh kaputt! Aha, du brauchst ja voll lange um hier... Oh nein. Nein, 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 nein. Das ist ja wieder bruchsicheres Fenster hier. Ich zock mal eben die Standardmunition. Aber anscheinend gibt's hier auch nichts. Ha. Ich verpiss mich wieder. Ciao. Nein! Gesundheit gefährdet? Laber nicht. Dann bringt's auch eh nichts, wenn ich hierher komme. Moment, ich gucke jetzt trotzdem mal mit. Kryokinese. Scheiße. Das bringt ja kaum was, oder? Und ich... Außer... genauso wenig, wie wenn ich nicht treffe. Ach, kacke. Wieso bin ich überhaupt hier hingekommen? Nein, lass mich. Uah. Heftige Scheiße. Dann kapiere ich auch nicht, wo wir jetzt hingehen müssen. Unsere letzte Option wäre jetzt wirklich, den Aufzug zu benutzen. Aber wenn der jetzt eh nicht funktioniert, bringt das ja auch nichts. Ich speichere nochmal eben hier. Nicht, dass wir jetzt wieder in so eine Situation kommen wie gerade. Die haben wirklich nichts bei. Das ist ja mal mega scheiße. Replikator kann uns auch nicht weiterhelfen. So, wo war nochmal der Aufzug? Der Aufzug war... Aufmachen. Hier links irgendwo. Bitte nicht mehr irgendwelche Hybriden spawnen. Ich höre zwar die ganze Zeit noch irgendwelche... Nein, jetzt gerade nicht, aber trotzdem. Hallo, ich habe doch die Stromversorgung angeschaltet. Verarschen könnt ihr euch selber. Sei, sei, ich komme jetzt hier überhaupt nicht mehr klar. Es muss doch hier noch irgendwas geben, was uns weiterhelfen kann. Ohne Scheiß. Ansonsten muss ich die Folge beenden und dann... Oh. Geht da vielleicht... Moment mal. Hops. Geht da mal hier oben drauf. Geht da mal hier rauf. Ein Geländer steht oben. Als Info... In der Infobox. Ja, da komme ich nicht dran. Ist wahrscheinlich eh bruchsicher. Jetzt bringt uns das auch nichts. Es muss doch hier irgendwas geben, was uns helfen kann. Irgendwas. Das hier. Geh doch auf! Also das hasse ich an alten Spielen. Manchmal sind die so undurchsichtig, beziehungsweise so undurchsichtig von der Spielmechanik, oder nein, von den Aufgaben her, weil du nicht kapierst, was du machen musst oder machen sollst. Ja, die einzige Möglichkeit, hoch da reinzukommen, wäre dann da oben her, aber das Forschungsteil haben wir ja auch nicht. Oh Gott. Ist ja grausig. Was macht eigentlich dieser Knopf hier? Ach, das macht das Inventar wieder zu. Ach so. Laser Operating. Ja. Ich werde einfach vor Wut hier Sachen kaputt machen. Nein, das geht auch nicht kaputt. Och Mensch, die wollten mich doch alle verarschen. Gib mir wieder irgendwelche Hybriden, die ich plätten kann. Gib mir voll auf den Sack. Der nächste müsste eigentlich hier unten sein. Ich höre
Ich habe hier gerade auch wieder einen gehört. Oder vielleicht gucken wir uns nochmal hier um. Da war ja auch so ein Teil. Nein, auch gar nichts. Ne. Es gibt einfach nichts mehr, was wir hier tun können. Ja, ich bin kurz davor, einfach die Folge hier zu beenden. Hier war ja auch nichts. Hier ist ja noch nicht mal ein Ladegerät. Oder ich finde es auf jeden Fall nicht. Oh, du Typ, du machst mich schon die ganze Zeit bekloppt. Häng da nicht so rum, Junge. Häng mal woanders ab. Wir müssen ja theoretisch hier... Hier müssen wir doch weiterkommen, wenn ich die Batterie aufladen könnte. Aber da, wo wir das letzte Mal die Batterie aufgeladen haben, da ging das ja nicht. Und ich habe bisher noch kein Ding gefunden, was auch nur ansatzweise irgendwie aussieht, wie das Teil, was unsere Batterie damals aufgeladen hat. Beziehungsweise damals, ja, es war schon in der letzten Folge. Wenn das hier noch die dritte ist. Ach komm, unsere letzte Möglichkeit, hier noch irgendwie an Strom ranzukommen, wäre doch nochmal zurückzugehen. Weil die meint ja eigentlich, das wäre das Vakuum. Da würden wir nicht mal drankommen. Guck mich trotzdem noch ein bisschen hier um. Hier dürfte ja eigentlich keiner rumgurken. Eigentlich. Ne, hier liegen immer noch nur noch die Leichen rum. Scheiß Leichen. Können wir auch nicht weiterhelfen. Und hier unten ist das Teil zum Aufwerten unserer Fähigkeiten. Das bringt mir aber auch nichts. Kann ich hier nicht einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nein, bringt nichts. Kacke. Nein, es geht einfach gar nichts. Da! Sie kommt zu uns! Nein, Junge. Komm zu meinem Schraubenschlüssel. Wieso bin ich hier nicht hingekommen? Ich habe die Tür, glaube ich, nicht gefunden. Oh Mann, bin ich deppert. Ja! Jedes Deck hat ein Chemikalienlager, wo Sie die Rohstoffe finden, die Sie bei der Erforschung der Artefakte benötigen werden. Versuchen Sie nicht, alle Chemikalien gleichzeitig mit sich herumzutragen. Das wäre unpraktisch und unnötig. Ihre Forschungssoftware wird Ihnen sagen, welche Chemikalien Sie wann brauchen. Forschungssoftware? Ach so. Die Forschungssoftware, die wir ja installiert haben. Was ist das denn hier? Technikum, TC. Wo ist das jetzt hier, TC? Ist jetzt irgendwie aufgenommen? Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt sein muss. Ha. Na, ich glaube, ich werde mal hier die Folge beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder, wenn wir jetzt hier mit den Chemikalien rumbasteln. Weshalb? Keine Ahnung. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch. Und wenn euch das Wasserzeichen dieses Mal gefallen hat, dann ja, würde es mich auch freuen, wenn ihr dazu Stellung nimmt. Ja, bis dann. Ciao.